Mein Name ist Thorsten Haupt. Ich bin hier stellvertretender Bereichsleiter von Bereich 7. Dieses Jahr haben wir das Glück, dass unsere Sekretäre in Brutstimmung sind und Eier gelegt haben. Aber leider haben wir hier das Pech in dieser Voliere, dass hier die Krähen reinkommen und die Eier kaputt machen. Deswegen mussten wir jetzt ein Ei rausnehmen. Am 5. August ist unser Jungtier geschlüpft, hat ein Gewicht gehabt von 87 Gramm. Das ist sehr gut und hat jetzt mittlerweile 1 Kilo. Am Anfang fütterten wir nestjunge Mäuse und nackte Ratten, ja, wo eben die Knochen ganz weich sind und die man dann auch so ein bisschen, die auch besser verdauen kann. Dann so mit 10 Tagen haben wir jetzt mal angefangen, schon mal Mäuschen oder Küken mit Federn und Haare zu füttern. Das ist eben wichtig, damit sie Wölle bilden können. Also Überflüssiges wie Knochen, Sehnen wieder ausbrechen können. Wenn das Tier ausgewachsen ist, dann wird es in einen anderen Zoo abgegeben. Und das ist dann über einen Zuchtbuchkoordinator wird das dann organisiert. Der hat dann vielleicht dann auch schon einen Partner woanders.